Auch okay. Jetzt sehr belastend. Ich, Hauptsache er kippt einfach. Please. Das ist es jetzt gewesen für diese Ladung, wenn wir Pech haben. Der Kran kann so ein Riesending möglicherweise nicht anheben. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play SnowRunner, der Offroad-Truck Simulator. Wir möchten die Brücke und den Pier wieder in Ordnung bringen, haben alle drei Ladungen tatsächlich dabei. Was habe ich nur dabei gedacht? Ja, weiter geht's jedenfalls. Erstmal mit dem Adsorf. Der Adsorf fährt hier quasi immer so ein bisschen vor. Das Gelände sieht auf jeden Fall ganz okay aus. Hier wird es dann schon wieder so ein bisschen gemeiner. Ei, da wird es ja... Oh, scheiße. Es ist immer nicht auf der Karte hier. Naja, okay, doch ein bisschen, aber... Da könnten wir echt Probleme bekommen jetzt gleich noch. Fantastisch. Fahren wir mal hier erstmal rum und dann müssen die beiden anderen erstmal nachkommen. Gerade der Step ist leider ein ziemlich schwacher Truck. Bedauerlich. Deswegen ziehen wir den auch schon die ganze Zeit mit. Tiger ist ein starker Truck. Leider zieht er extrem viel Kraftstoff dafür. Was es uns auf Dauer schwer machen könnte. Gerade jetzt im Wasser könnten wir schon extrem viel verlieren. So, das passt ja erstmal soweit. Der Sof macht wieder vor. Zur Not können wir den Tiger ja mit dem Ding auch wieder rausziehen. Okay. Ja, diese scheiß Holzteile sind jetzt auch nicht mal so ganz geil. Ich wusste es. Ah, er ist despawned zum Glück. Danke. Für diese Erleichterung. Scheiße. Okay, ist aber nicht viel. Es ist nicht viel. Ich fahre den erstmal dahin, wo es safe ist. Alles klar. Da wird mir ja echt, naja. So, alles klar. Ui, das ist jetzt extrem belastend. Okay, hier geht's. Allerdings sehr, sehr schwer. Ah, fuck. Ja, Mist. Ich muss erstmal leider jetzt erstmal den Step zurücklassen. Kommt ja aber nicht durch, ne? Boah, als Echte kommt auch so durch.
Na, probieren wir es mal. Der muss erstmal weg, damit die alle jetzt rauskommen können. Alter, ist das eine kranke Mission mit 3 Trucks. Wir haben insgesamt 6 Ladungs... Nee. Wir haben 12 Ladungsslots belegt. Auf einer Tour. Wenn wir das ohne Probleme schaffen, ne, dann haben wir gleich 2 Missions completed. So muss man auch ganz ehrlich sagen. Kann es weitergehen. Ich fand's krass, dass der da gerade so geschmeidig durch ist, der Step. Was war denn das? Das wird schon wieder so warm hier, ey. Oh. Der Tiger hat echt damit immer noch richtig krass Probleme, ne? Bringt mir nichts. Voilà. Ah, doch. Okay, er kommt nur mit Winde hier weiter. Das ist schon ziemlich belastend. Noch fährt er. Jawohl. Okay, der ist auch safe. Jetzt der Step. Belastend. Und hier kommt er auch von selber wieder hoch. Das ist super. Der Step. Das ist klar. Das, ach du Spande. Also. Das war ohne Scheiß. Der macht das viel besser. Also bis hierhin kann man ja echt abnormal ohne Probleme. Das ist ja komisch. Und lustig zugleich. Wir haben ja hier dann schon mal einen echt großen Teil geschafft, kann man sagen. Step muss jetzt noch durchs Wasser. Das wird er nicht schaffen, oder? Okay, hier stecken wir jetzt fest. Aber die Winde ist ja auch noch da.
mal dieselben Punkte wie auch mit dem anderen davor. Mist. Okay, wir sinken nur ein. Komm schon. Fuck. Ja. Come on. Okay, der steckt hier, denke ich mal, erstmal fest. Yep. Komm, Winde, zeig doch mal, dass du irgendwas bringst. Okay. Das ist dann die Grenze für den. Der hat Sorfür zur Hilfe kommen. Auch okay. Jetzt sehr belastend. Hauptsache er kippt einfach. Please. Das ist es jetzt gewesen für diese Ladung, wenn wir Pech haben. Der Kran kann so ein Riesending möglicherweise nicht anheben. Müssen wir uns jetzt eigentlich eher drum kümmern, oder? Lass mal hier das Ding aufheben. Digga, kannst du mal lenken? Es geht mir jetzt schon wieder so hart auf den Sack, dass ich ja glatt mit dem Tiger gleich fahre. Mann. Diese Lenkung ist so schrecklich. Also, das ist. Schade, dass diese Mechanik so schlecht ist. Ist noch eigentlich wieder rückwärts runter. Wir brauchen die Power des Vorwärtsgangs hier. Ja, das wirft uns jetzt natürlich wieder ein bisschen zurück. Brauchen wir echt eine Stunde, um da hinzukommen. Das ist heftig. Wir fahren ja schon jetzt fast zwei komplette Folgen und es ist kein Ende in Sicht. Sagen wir es so, wie es ist. So, jetzt müssen wir mit dem hier mal, wo Grip ist vielleicht. Hier so.
Das dürfte eigentlich schon reichen. Na, kein Wunder, dass wir da nicht vorankommen. Das ist natürlich jetzt blöd. Ja, scheiße. Ist ganz mies, dass der da jetzt an dem Stein hängt. Okay, alles geht ja erstmal. Ja, das ist ja schon mal eine schöne Geschichte gleich. Wo hängt er denn jetzt? Hier hängt doch nichts. Moment, wir könnten theoretisch jetzt auch gucken. An. Dass der hier auch die ganze Zeit rückwärts fährt, finde ich auch lustig. Boah, guck mal hier an. Schafft's auch so jetzt. Cool. Also durch so einen Schlamm ohne Wasser kommt er echt gut durch, das muss man schon mal so sagen, ne? So. Jetzt haben wir aber noch ein anderes Problem, nämlich der scheiß Hänger. Der Kran muss stark dafür sein, bitte. Ich würde ausflippen. Doch eiskalt wieder umfällt, nur weil ich ja, fuck.
Da hoffen wir mal, dass das geht. Erstmal drehen. Fuck. Komm. Ja. Dieser Kran ist einfach so abnormal krank. Nein. Das muss doch reichen. Ja, komm, dann machen wir es halt so. Komm, es muss reichen, Alter. Ha! So, easy, Alter. Gott, Gott-like. Ohne Scheiß. Freunde, mit diesem... Für dieses Mal war es das leider wieder für diese Folge. In der nächsten Folge haben wir tatsächlich aber gar nicht mal mehr so viel zu fahren. Wir könnten es nächste Folge wirklich schaffen. Mit 3 Trucks. Ich werde wahnsinnig. Wie es weitergeht, seht ihr dann aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.